passiert? Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich renne jetzt mal dem Kind hinterher. Ich habe das Gefühl, wir kommen näher zu dem Kind. Jede Runde kann das sein. Oder nö, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt geradeaus weiter. Boah. Links oder rechts? Links, okay. Und jetzt hier wieder rechts. Boah, das sieht so krass aus. Alter, das ist so psycho. Was sind das auch für komische Häuser hier? Irgendwelche Spielzeughäuser. Okay, wir gehen jetzt hier mal geradeaus weiter. Oh. Geradeaus oder rechts? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich laufe jetzt mal geradeaus. Oh, wow, 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 wow. Ganz schmaler Gang hier. Hey. Das ist so verspickt, das Spiel. Hey, was geht ab? Junge. Das kommt so verspickt, wenn ich hier so durchlaufe. Zieht euch das mal rein. Das ist ja mal richtig strange, ey. Aber das bringt nichts. Hä? Wir laufen jetzt mal wieder zurück. Das ist so krass. Das erinnert mich so ein bisschen an... Wie heißt das Spiel? Da gab es mal so einen Ego-Shooter. Vor 10 Jahren kam der mal raus. Richtig geil. Da gab es auch so verspiegelte Räume und so. Ich weiß, mir fällt der Name gerade leider nicht ein. Guck mal aus dem Fenster. Oh, was ist das? Okay, weiter. Oh, was ist da vorne? Geht ab, Mann. Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Boah, was ist passiert, ey? Wir schauen uns das hier mal um. Hey, ach, jetzt sind wir wieder in dem Zimmer. Junge, Junge, das ist so verspickt. Oh, geil, wir kommen wenigstens wieder raus. Ich muss hier einfach mal raus aus dem Raum hier. Boah. Links oder rechts? Ich laufe jetzt hier mal links, beziehungsweise geradeaus. Was ist das für eine komische Flüssigkeit, ey? Okay, einmal durchatmen und rein. Alter, ich hänge irgendwie fest. Ich mache mal die Tür zu, dann kann ich da vielleicht vorbeilaufen an dem Tisch. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben. Außer das Bild hier. Okay. Wir gehen jetzt wieder raus und hier nach links in dem Fall. Auf 1, 2, 3. Oh, die ist abgeschlossen. Was steht hier? Ja, gib auf, wie immer. Nö, nö, nö. Wir geben nicht auf. Wir ziehen das Spiel gnadenlos durch. Das kann ich euch sagen. Wie geil das aussieht. Und die Musik, ey. Oh.
krasse Musik einfach. Passt so gut zu dem Spiel. Das Spiel ist einfach echt eins der geilsten Horror-Games, die ich jemals gespielt habe. Hör auf. Boah, das sieht ja geil aus. Oh, das ist endlich mal eine schöne Atmosphäre. Voller Liebe und Pracht und Gutmütigkeit. Das wieder, die Puppen sind auch so scary, finde ich. Oh, ein Schlüssel. Geil. Sehr nice. Dann könnten wir jetzt, glaube ich, in die Tür, die wir gerade nicht aufbekommen haben. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. Vorher schaue ich noch ein bisschen, was es hier gibt. Vielleicht finden wir noch was, was wir gebrauchen können. Halt. Halt. Komm, ein bisschen zurück. Hallo. Hallo. Nein. Ich will die untere aufmachen. So. Nur da ist auch nichts drin. Ne? Baby ist auch weg. Beziehungsweise war ich, glaube ich, noch gar nicht da. Die haben ja den Nachwuchs erwartet. Tür zu. Können wir mal hier lang? Hier ist auch zu. Ah, dann gehen wir jetzt mal zurück zu der Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Was? Die ist auch zu. Hä? Nochmal alles absuchen. Vielleicht haben wir irgendwo was. Das auch zu. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Da kommen wir nicht rein. Rechts und links nicht. Hier können wir gar nichts machen. Ich denke mal, dann gehen wir nochmal ins Kinderzimmer und gucken mal danach. Da ist sicher noch irgendwo ein Schlüssel versteckt. Ah, hier ist was. Flauschige Fälscher lachen über mich. Liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Liegen still zwischen Spielsachen. Komm, wir gucken mal zwischen den Spielsachen. Da liegt doch bestimmt irgendwas. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Gucken wir hier nochmal genau durch. Hier ist nur eine Zeichnung. Und die untere machen wir auch mal auf. Nein, da ist nichts drin. Ah, hier ist was. Bisschen ankurbeln. Weiter geht's nicht. Und nu? Nochmal versuchen. Ist irgendwie hängen geblieben. Geht nicht mehr. Hier haben wir doch auch schon alles durchgeschaut, oder? Licht ist an. Hier muss es irgendwas geben, ey. Das gibt's doch nicht. Das sieht auch den Schlüssel, aber das ist kein Schlüssel. Das sieht aus wie so ein Kauteil für Babys. Ich geh jetzt nochmal raus. Vielleicht hat das Aufziehen auch gerade was gebracht. Oder hier waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Ne. Ich geh jetzt nochmal raus. Zu. Zu. Irgendwo. Komm, ich schaue jetzt nochmal ganz genau nach. Hier ist nichts. Halt, zumachen. Hier ist auch nichts. What the fuck, was war denn das? War gerade ein Schuss, wa? Ich glaube, dass irgendwas passiert. Lass mal ins Kinderzimmer nochmal gehen. Oder hier entlang. Jetzt vielleicht, geht vielleicht die Tür auf. Nö. Hä? Was war denn das gerade für ein Schuss? Ich verstehe es gerade nicht. Ich gehe da nochmal an das komische Teil hier. Das können wir aber leider nicht bewegen. Da geht gar nichts. Das gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwo was sein. Das Bett oder so kann ich auch nicht. Das gibt's doch nicht. Hier muss es aber was geben. Wir müssen ja die Türen irgendwie aufkriegen. Ich schaue mir jetzt nochmal die Zeichnung. Auf der Zeichnung stand doch irgendwas zwischen den Spielsachen.
Aber da haben wir doch schon alles abgesucht jetzt. Hier auf dem Boden ist noch was. Das ist der Mama, der Mama, der Papa, der, ja, der Mama und das Papa und der Frau. Also der Papa, der malt und ihr seht ja selber. Mama mit Kind, Papa am Malen. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Oder irgendwas anderes. Ich habe ja das Gefühl, dass man mit dem was irgendwas machen muss. Aber wie gesagt, es bewegt sich hier nicht mehr. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Aha, aha. Yeah! Juhu! Alter, irgendwas hämmert an die Tür. Ah, das ist das Fenster. Oh, Junge, Junge. Still, kleine Schätzchen, die Nacht ist kahl. Sterne erloschen, es dunkel auf einmal. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Nun ist sie nirgends, nicht finden kannst du sie. War eine schöne Fahrt, muss ich sagen. Boah, ich muss ja kurz anders hinsetzen. So, okay, weiter geht's. So, jetzt gehen wir mal wieder raus. Jetzt hoffe ich doch, dass wir die Türen aufkriegen. Nö, jetzt ist mir hier dran eingeschlossen. Okay. Oh, was liegt denn da? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Okay, also er hat irgendwie einen Pinsel, ich hab's ja gelesen, ähnlich wie Pferdehaar. Da unten waren wir, das haben wir schon gesehen. Jetzt guck ich mal nochmal, ich glaube, jetzt kommen wir raus. Habe ich so ein Gefühl. Wow. Fuck, fuck. What? Krass. Ach, jetzt sind wir wieder in unserem Mal- bzw. Zeichenzimmer. Krass, das sieht so crazy aus. Auch die ganzen Details und so. Das haben die so gut gemacht. Junge, Junge, Junge.